Hallöchen Leute, bevor dieses Video jetzt beginnt, möchte ich euch nur mal ganz kurz sagen, dass es mir leid tut, dass manchmal die Facecam stehen bleibt und dann ganz, ganz schnell nach vorne läuft und dann geht sie wieder eine Zeit lang normal. Das liegt daran, dass ich bei meinem Facecam-Eingang hier bei OBS Manicam ausgewählt habe und nicht meine Livecam. Deswegen tut es mir leid, dass die manchmal so ein bisschen gestockt hat. Ich konnte die jetzt im Nachhinein auch nicht mehr entfernen, weil ich die eben mit OBS aufgenommen habe und dann ist das verbunden. Jetzt wünsche ich aber viel, viel Spaß auf der, mit den beiden Bad Wars-Hunden auf Bergwerk Labs. Viel Spaß und ciao. Ist der 1.6. und heute den ganzen Tag lang kann man den Server über bergwerklabs.de erreichen, denn heute ist die Open Beta. Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars, heute aber nicht auf dem Community.net Server, sondern auf dem Bergwerk Labs Server. Ja, das Ganze hier auf der Map Luxusvilla, ich habe die Map noch nie gespielt und bin generell erst jetzt noch ein richtiger Noob hier, weil ich meine, ich habe erst jetzt so 3-4 Runden insgesamt gespielt. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und was soll ich sagen? Heute ist der 1.6. und heute den ganzen Tag lang kann man den Server über bergwerklabs.de erreichen. Denn heute ist die Open Beta den ganzen Tag lang und heute kann man den Server so ein bisschen testen. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich nice und macht natürlich auch ziemlich, ziemlich Fun hier. Und so, jetzt gehen wir erstmal schön in die Mitte hier für den lieben Selfie, erstmal schön baut. Und dann schnappen wir uns hier gleich das ganze Gold, was hier rumliegt. Oh, oh, da kommt auch schon das Gegnerteam. Deswegen schnell ab zurück. Oh, hier ist was Neues gespawnt. Nein, lass schnell noch zurückgehen. Los, komm. Hui, okay, so gut. Sind jetzt sicher zu Hause wieder angekommen. Ich kaufe mir jetzt nämlich sofort einen Bogen und so. ja. Genau. Was vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen, alles, was hier auf dem Server geschieht, das bedeutet an Bugs oder sonstiges, das dürft ihr nicht böse nehmen, weil, wie gesagt, gibt es da noch einiges an Bugs, natürlich, weil es eben eine Open Beta ist und deswegen darf man das jetzt nicht irgendwie böse nehmen und sagen, hey, wieso läuft das nicht perfekt oder dies oder das oder Ananas. Ja, so. Und wie ihr seht, ist das Kaufsystem auch komplett anders als wie auf vielleicht gewohnten Servern. Denn hier kann man eben über die Punkte da unten kaufen. Grün bedeutet, das kannst du dir leisten. Zum Beispiel hier, den Apfel kann ich mir leisten, die anderen sind ausgekraut. Das ist wirklich ein super tolles System, weil da muss man nicht nachdenken, so, yo, kann ich mir das jetzt leisten oder kann ich mir das jetzt nicht leisten? Und man ist einfach viel, 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 viel schneller ausgerüstet als auf anderen Servern. Damit möchte ich nicht sagen, dass das System auf anderen Servern schlecht ist, sondern vielleicht einfach hier nur besser umgesetzt wurde, beziehungsweise praktischer gemacht wurde. So, dann ist der Bogen jetzt nicht mehr unendlich, wie ihr seht, ich brauche nämlich jetzt Eisen, das Bett könnte ich übrigens mal zubauen, wenn ich schon hier oben bin, das ist jetzt nicht mehr unendlich, sondern, braucht man jetzt Eisen, ja, und mit diesem Eisen kannst du dann, dir, glaube ich, jeweils 2 Pfeile holen. Ach, da vorne ist ja eh schon ein Weg zum Eisen gebaut worden. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und was noch wichtig zu erwähnen ist, es gibt so Smaragde. Das seht ihr hier. Ich habe jetzt 0 Smaragde, weil ich noch 0 Leute getötet habe. Das Ganze, keine Ahnung, also in einer Runde hatte ich irgendwie mal 20 Smaragde oder so. Das bekommt man irgendwie, wenn man über 5 Minuten überlebt. Oder, ja, solche Sachen halt, ne? Ich weiß zwar jetzt noch nicht so ganz, ehrlich gesagt, wie das System hier mit den Smaragden läuft, was man dann mit denen machen kann, ob das irgendwie so eine Art Ehrenpunkte sind oder sowas. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich hole mir hier jetzt mal ein paar Pfeile, so. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich hier 21 Pfeile, perfekt. So. Und jetzt kann ich einfach mal rübergehen und die Leute so ein bisschen abschießen. Das Ganze verhindert natürlich dann auch den Bow-Spam, das ist natürlich klar. Und das Bett von Team Grün ist weg, das ist perfekt. Das heißt, jetzt gehen wir da erstmal schön hoch
und werden versuchen, die Leute hier aber alle schön nacheinander zu schnetzeln. Und das hoffe ich, wird ganz gut funktionieren. Oh, der hat gelaggt. Oh, oh. Nein, ich möchte doch auch noch jemanden töten. Es lebt ja noch einer, aber jetzt haben wir schon gewonnen. Ja, GG würde ich sagen. Oder ND. Und, ja. Was könnte ich denn noch machen? Ich würde sagen, die Runde ging jetzt so schnell, die hat jetzt nur 4 Minuten gedauert, würde ich sagen, hänge ich doch gleich eine zweite Runde auf einer zweiten Map hinten dran. Und bis gleich. So, da sind wir wieder in der zweiten Runde. Die Map hier heißt jetzt Desperado, die habe ich genauso, glaube ich, noch nie gespielt. Ja, die habe ich noch nie gespielt. Ziemlich nice, das hier ist nämlich eine Western-Map. Das Ganze ist jetzt ein 1-vs-1-Duell, das heißt, da können wir jetzt verlieren oder auch nicht. Aber das ist jetzt nicht so weltbewegend, wenn ich da jetzt verliere, denn das Ganze dient ja, wie gesagt, nur dem Spaß. Und ich möchte euch einfach mal nochmal zeigen, eben wie gesagt, dass heute die Open Beta ist. Video in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch den Link zum Server. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Lasst auf jeden Fall auch für den Server, eben auf dem Server hier, da bekommt ihr dann so ein Buch, wenn ihr reinschaut, eine Bewertung da. Schreibt den Leuten, was können sie besser machen. Ich glaube, das ist denen sehr wichtig, weil man gibt sich natürlich da schon einiges auch an Mühe. Und da wünscht man sich natürlich nichts mehr als eine anständige Kritik. So, das baue ich jetzt mal zu, damit dieser Typi da nicht gleich hier weg holt. Obwohl, ich glaube, ich war einmal ganz kurz auf dieser Map, weil ja, da habe ich mich erinnert, dass hier eben dann das Eisen ist. Er wird sich jetzt natürlich schnell einen Bogen snacken, weil er wahrscheinlich vor mir in der Mitte sein wird. Aber Leute, wir gehen alles ruhig an. Wir müssen nicht gleich alles überstürzen und werde das auch so rocken. Ich hoffe es zumindest, und wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. So, hole ich mir noch ein bisschen was zu essen. Lecker. Und dann geht's einfach schon mal rüber. Ich glaube nämlich nicht, dass er sein Bett eingebaut hat. Und ja. Das Ganze ist ziemlich nice. Ihr könnt übrigens nur Bed Wars testen. Das heißt, ihr könnt nicht irgendwie den anderen Serverteil anschauen. Ihr könnt nur Bed Wars testen. Ich glaube, derzeit gibt es eben, wie gesagt, 1 vs. 1, 2 vs. 2, 4 vs. 4. 8 vs. 8, und ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile schon mehr gibt, ganz ehrlich, da dürft ihr mich nicht fragen, ich weiß es nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, dass ich das nicht weiß, aber man kann ja nicht immer alles wissen, ne? So, jetzt gucke ich mal, dass ich vielleicht schneller bin als er, dann kann ich mir nämlich jetzt schnell einen Bogen holen und so schnell wird unten hoffentlich ja nichts spawnen. So, Robertchen, erstmal hier einen schönen Bogen. Dann habe ich noch 3 Gold, weil jetzt muss man sich ja hier die Pfeile, wie gesagt, mit dem schönen Eisen kaufen. Finde ich besser, weil somit gibt es auch kein Bow. Natürlich gibt es noch Bow-Spam, weil man kann ja auch genauso mit 3 Pfeilen spammen. Man braucht da nicht unbedingt einen Unendlich-Bogen dafür. Aber ich glaube, dass schon der Unendlich-Bogen dafür gesorgt hat, dass es meistens diese Spam-Attacken da gab. Der weicht gerade ganz gut aus, sodass ich ihn nicht bekomme. So, einmal habe ich ihn. Nochmal, und ich schätze mal, beim nächsten Mal ist er dann auch weg. So, und er ist tot. Jetzt renne ich natürlich zu ihm rüber. Moment, ich mache schnell so. Kacke, ich habe gar keine Blöcke und ich habe gar keine Spitzhacke dabei, merke ich gerade. Genius Boy auf jeden Fall. Ich habe aber noch genug Pfeile. Das heißt, wenn er jetzt kommt. Oh, er macht wieder diese doofe Taktik da. Die ist echt nicht schlecht. Ich habe nämlich nur noch 2 Pfeile. Nein, ich werde sterben. Ah, Mist. Gut, aber jetzt sind wir wenigstens klar. Oh, da stirbt man aber schnell. Das ist gut. So, aber wir sind jetzt wieder gleich auf. Das bedeutet, er steht jetzt quasi wieder 0 zu 0. Nichts ist verloren. Jetzt kann er natürlich schnell in die Mitte gehen und sich was holen. Oder ich gehe schnell in die Mitte. Aber ich glaube, ich überstürze es jetzt erstmal nicht. Und passe jetzt eher ein bisschen mehr auf, dass ich nicht mehr so dumme Fehler mache wie gerade. Ich hole mir das mal. Ein paar Blöcke, was zu essen. Rüst mich mal wieder komplett aus. Wie gesagt, das geht ja hier jetzt viel schneller, was ich einfach viel, viel besser finde. Jetzt bin ich komplett ausgerüstet, ich könnte losgehen und hätte aber trotzdem nicht das Problem, dass mir irgendwie
was an Zeit fehlt. Also das muss ich sagen, ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut gelungen. Und ja, so, ich habe jetzt noch 2 Eisen. Ich könnte mir aber jetzt trotzdem noch einen Knockback-Stick holen. Und ich glaube, dass ich jetzt einfach mal drüber gehen werde. Der ist nicht schlecht, der Spieler. Vor allem, der hat echt eine gute Taktik gehabt mit diesem Links-Rechts-Springen. Und ich warte, bis er keine Pfeile mehr hat. Und ich warte aber hier dann mit dem Knockback-Stick. Das war eine gute Taktik, muss ich sagen. Denkt man echt, ich komme von irgendwo her, weil ich rede, also würde ich irgendwie komplett von allen Bundesländern stammen, weil einmal habe ich den Dialekt, einmal den. Was ist denn da los? Also manche Wörter von mir heute sind echt nicht mehr normal. Jetzt gucke ich mal, ob der einen Bogen hat. Ne, der hat sich ein Eisenschwert gegönnt. Mist, Mist, Mist. Dann warte ich jetzt hier noch, dann hole ich mir auch ein Eisenschwert. Ganz ehrlich, da hole ich mir auch ein Eisenschwert. Leute, Leute, Leute. Ich warte jetzt auf die nächste Vorprobe. Moment. 5 kostet ein Eisenschwert, 3 einen Bogen. Dann müsste ich jetzt noch genau 2-mal abwarten. Ich baue in der Zwischenzeit hier einfach mal weg. Dann kann er ja nichts machen. So. Okay. Und dann. So. Jetzt habe ich 6. Genau. Das heißt, ich muss jetzt noch einmal abwarten, weil dann kann ich mir ein Eisenschwert und einen Bogen holen. Dann gehe ich mal rüber. Beschieße ihn ein bisschen mit dem Bogen, schwäche ihn so ein bisschen und dann versuche ich mit dem Schwert drauf zu gehen. Wenn ich ihn dann vom Spawn aus runterkicken kann, obwohl die sterben ja dann so schnell, ne? Die fallen dann nicht so lange. Und das Bett hat er wahrscheinlich bestimmt auch gut eingebaut. Okay, jetzt kann ich mir die Sachen holen, wie geplant. Der Typ ist jetzt natürlich da vorne. Hi. Okay, ich gehe dann jetzt mal lieber zurück. Ich bin echt, ehrlich gesagt, jetzt ziemlich aufgeregt. Vor allem auch diese 1-vs-1-Situation. Ich glaube, das war auf Gommes so ein bisschen verbuggt. Es gab ja da auch, glaube ich, dieses 1-vs-1-Bad-Wars. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ich glaube, das war dort echt so ein bisschen buggy. Das fand ich natürlich nicht so toll. Okay, perfekt. Jetzt kann ich mir einige Pfeile holen. Jetzt kann ich mir einige Pfeile holen. Und jetzt gnade dir Gott, mein Lieber. So. Was ist ein Teleporter? Was ist denn ein Teleporter? Hilfe! Leute, ich habe keine Ahnung, was ein Teleporter ist. Der hat jetzt irgendwie... Ach, der ist jetzt hinter mir. Ich sehe. Und... Er muss doch fliegen. Oh nein! Er ist jetzt da hinten. Lol, seit wann geht das denn bitte schön? Dass man das machen kann. Das wusste ich ja nicht. Das ist ja geil. Das ist eine coole Innovation. Aber ich glaube, das hat Herr Bergmann mal in einem Video angesprochen, dass das jetzt funktioniert. Aber ich wusste es trotzdem nicht. Ah, er hat auch einen Bogen. Er hat sich jetzt wieder zurück teleportiert und jetzt kommt er wahrscheinlich von vorne, oder? Ah, kacke, man braucht ein Smaragd, um sich... Ah, deswegen sind die Smaragde da. Okay, jetzt kommt er wahrscheinlich von vorne und baut mein Bett ab, natürlich, weil ich da hinten irgendwie eine Scheiße mache. So, Moment. Jetzt gehe ich wieder nach vorne. Okay, er kommt nicht. Er kommt nicht. Okay. Ja, ist ja eine coole Idee. Aber er kann sich jetzt nicht mehr teleportieren. Das ist für mich auch gut. Ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt aber einfach mal eine bessere Rüstung, als ich habe. Und vielleicht noch eine bessere Spitzhacke zum schneller abbauen. So, dann ein bisschen was noch zu essen. Und ich glaube, ich hole mir noch ein paar mehr Blöcke. So, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal rüber. Der hat jetzt auch einen Bogen. Der hat jetzt natürlich auch einen Bogen sich geholt. Und ich glaube, der hat gar keinen schlechten Bogen jetzt. Ich müsste warten, bis er alles seine Pfeile verschießt natürlich, ne? Jetzt hat er bestimmt auch einen Bogen. Kampf der Geschlechter. Und jetzt ganz schnell hoch. Nein. Okay, jetzt muss er... jetzt gehe ich da jetzt hoch und baue sein Bett ab. Jetzt ist sein Bett weg. So, jetzt muss ich aber ganz schnell runter. Und ganz schnell sein Bett abbauen. Ah, er wird jetzt meins abbauen. Er wird aber wahrscheinlich nicht durchkommen, weil jetzt mache ich einen richtigen Longshot. Boah.
Das war knapp, Leute. Das war so knapp. Okay. Aber er wird nicht zu meinem Bett durchkommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er wird sich jetzt wahrscheinlich einen Knockback-Stick holen. Aber den werde ich jetzt schon noch bekommen. Ja, den werde ich jetzt schon noch bekommen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Leute. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Hä? Wie konnte der denn jetzt mein Bett abbauen? Hä? So. GG. War eine sehr, sehr schöne Runde. Oder würde ich sagen, ND. Und ich glaube, das ist jetzt die neue Tradition hier auf dem Server. Schreibt mir jetzt Nicer Dicer. Normalerweise schreibe ich ja immer GG. Vielleicht gewöhne ich mich jetzt um und schreibe jetzt Nicer Dicer. Und ja, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wie gesagt, ihr bekommt hier so ein Buch. Hier könnt ihr dann wirklich ein langes Feedback abgeben. Werde ich jetzt dann gleich machen. Macht derzeit wirklich sehr, sehr viel Spaß hier auf dem Bergwerk Lab Server. Und ich bin ziemlich aufgeregt, waren wirklich zwei tolle Runden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da, habe ich schon gesagt. Oder ihr könnt mir auch einen Kommentar schreiben, wie ihr den Server so findet. Und auf jeden Fall hat er bei mir schon einen Platz in der Serverliste bekommen. Macht's gut, haut rein und ciao.